dass er durch Mauern drang und verriegelte Tür. Unglaublich, legendär, war wohl ein Armenhaus, lehmig, porös für Wunschträume, durch unseren Beton, sachlich und kühl, wäre er schon nicht gekommen. Kam aber, unvermutet wie einst, durch mehr als Granit und Stein, durch mein Verschlossensein, kam aber mit diesem Friedensgruß. Im Namen Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Der Herr sei mit euch. Wir feiern Ostern und heißen Sie herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Dreieinigkeitskirche und zu Hause. Seien Sie zu Gast in Gräfenberg, das Tor zur fränkischen Schweiz nördlich von Nürnberg. Seien Sie zu Gast in unserer Dreieinigkeitskirche mit dem gekreuzigten Christus. Hoffnungsvoll grün umrankt, erzählt er vom Wunder des Lebens. In das Rankengrün mischt sich geheimnisvolles Gold. So wertvoll ist unsere Hoffnung, so geheimnisvoll das leere Grab, die Auferstehung. Dass das Leben stärker ist als der Tod, das hoffen wir. Und dessen vergewissern wir uns in diesem Gottesdienst. Wir kommen heute zu dir, Gott. Wir kommen mit unserer Sehnsucht,
dich fassen zu können. Wir kommen mit unserer Sehnsucht, von dir berührt zu werden. Wir kommen heute zu dir, Gott, mit unserer Freude, dir nahe zu sein. Wenn du uns berührst, wenn du uns beim Namen rufst, werden wir leben. Wir kommen heute zu dir, Gott, mit unserer Traurigkeit zu selten berührt und umarmt zu werden. Wir kommen mit unseren Wunden und Narben, die Menschen mit ihren Berührungen bei uns hinterlassen haben. Wir kommen mit unserer Fassungslosigkeit und unserer Wut darüber, was Menschen sich gegenseitig an Wunden zufügen. Wir kommen heute zu dir, Gott, der Wunden heilen kann und Traurige trösten. Wenn du uns berührst, wenn du uns beim Namen rufst, werden wir leben. Wir kommen heute zu dir, Gott, mit dem Vertrauen, dass deine Berührungen heilsam sind. Wir kommen mit dem Glauben, dass Jesu Leiden nicht umsonst war. Wir kommen mit der Gewissheit, dass du größer bist als all unsere Wunden und Narben. Wir kommen zu dir, Gott, mit unserer Freude darüber, dass du Jesus vom Tod auferweckt hast. Wenn du uns berührst, wenn du uns beim Namen rufst, werden wir leben. Ich habe noch nie ein leeres Grab gesehen, in dem vorher ein Toter lag. Was, wenn ich nicht glauben kann, was die anderen mir erzählen? Wenn die anderen weiter sind mit ihrer Glaubens- oder Lebenserfahrung? Was, wenn ich solche Erfahrungen selbst nicht mache, bin ich dann trotzdem ein Christ? Auch ich schaue sehr genau hin, frage nach, glaube nicht alles sofort, ich will es genau wissen. Dass Jesus Gewalt angetan und dass er getötet wurde, das weiß ich und ist keine Frage des Glaubens, weil es das immer schon gab und auch heute noch gibt. Aber dass er auferstanden ist, das ist fast unbegreiflich, unerfassbar. Weil es uns in der Bibel erzählt wird, glaube ich es aber. Und weil sich diese Hoffnung über Jahrhunderte in der Welt gehalten hat. Ich bin überzeugt, dass Christus von den Toten auferweckt wurde. Und ich frage mich doch, wieso dieser Glaube nicht mehr Wirkung zeigt in der Welt. Warum vertrauen nicht viel mehr Menschen der Macht Gottes?
Ist die Kirche schwach? Sind wir Christen so wenig überzeugend? Tue ich selbst zu wenig dafür? Alles wird geplant, vermessen. Leistungen werden bewertet. Was nützt mir das alles? Was nützt mir der Glaube an die Auferstehung? Alles soll was nützen. Kann nicht mal einfach nur etwas schön sein? Vielleicht gibt es aber auch Geschenke, Wunder. Wenn meine Fragen ernst genommen würden und meine Zweifel Raum hätten, das wäre gut für mich. Alle haben gleich Antworten. Mir ist in meinem Leben so viel begegnet und ich weiß, Antworten kann ich nur für mich finden, für niemanden sonst. Die Kraft der Auferstehung will ich fassen, sehen, jetzt. Wir feiern nichts Vergangenes, wir feiern die Gegenwart Gottes. Manchmal fühle ich mich verloren auf der Suche nach Gott. Ich sehne mich nach Glaubenserfahrungen und manchmal ist da nur Leere. Und dann kommt plötzlich alles in einem Moment. Das, was nicht zu greifen ist, wie begreife ich es? Gott ist und bleibt wohl ein Geheimnis. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt Paulus: Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Darum lasst uns Gott nun loben. Thank you.
Lasst uns beten. Lebensschaffender Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und darin deine gewaltige Macht offenbart. Wir haben Jesus Christus nicht mit eigenen Augen gesehen und unsere Hände haben seinen Leib nicht berührt. Dennoch wagen wir, an ihn zu glauben und bitten dich, erfülle uns mit österlicher Hoffnung und Freude und lass diese Hoffnung und Freude in uns lebendig bleiben und ausstrahlen in die Welt. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. Der Evangelist Johannes erzählt im 20. Kapitel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thank you.
Ich sehe ihn genau vor mir, liebe Gemeinde, den älteren Mann. Jeden Sonntag geht er zum Gottesdienst und einmal, bei einem Besuch bei ihm zu Hause, sieht er mich aus seinen warmen, offenen Augen an und sagt vorsichtig nach Worten suchend: Das müssen Sie wissen, Frau Schürmann, ich bin mir nie sicher, ob das alles mir auch gilt. Das mit der Gnade und der Liebe Gottes. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das für mich nehmen darf, dass Gott mich liebt. Ich glaube schon an Gott und das gibt mir Zuversicht. Aber richtig sicher, ob ich wirklich gemeint bin, bin ich mir nicht. Dieser Mann ist mir in guter Erinnerung geblieben, ganz nah am Glauben und doch unsicher, fragend. Thomas, dem Jünger Jesu, geht es ähnlich. Ganz nah an Jesus fragt er nach dem Tod Jesu: Auferstehung, ist das wahr? Unruhig streift er durch die Straßen der Stadt, umkreist das Haus, in dem die anderen Jünger beisammen sind. Durch die Fenster dringt Licht nach außen. Was war geschehen? Er war nicht dabei. Die anderen haben Jesus schon gesehen, haben erzählt, dass er auferstanden und ihnen erschienen ist. Wird er das nachholen können? Auf Abstand zu den anderen ist Thomas geraten. Abgehängt fühlt er sich. Dass er nicht dabei gewesen ist, ist das eine. Und das andere, dass er nicht recht glauben kann, was die anderen erzählen. Jesus auferstanden, lebendig, berührbar. Als Thomas Jesus zum ersten Mal begegnet ist, rief dieser ihn: Kommst du mit? Zärtlich, nicht fordernd, freundschaftlich und doch unausweichlich, etwas Besonderes verband sie. Und nun soll er der Einzige sein, dem sich Jesus nicht lebendig zeigt? Jesus hat seine Fragen immer beantwortet und oft ist Thomas der Einzige, der Fragen hat. Als Jesus einmal davon sprach, dass er die Jünger verlassen werde, da wollte Thomas es genau wissen. Wohin gehst du? Wir wissen nicht, wohin du gehst. Und Jesus antwortet ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und jetzt die anderen erzählen: Wir haben den Herrn gesehen, er hat uns seine Hände gezeigt und seine Seite, nicht zu fassen. Warum habe ich nie die Zeichen gesehen, von denen die anderen behaupten, sie hätten sie gesehen? So hören wir es gleich in einem Lied. Es erzählt davon, dass Glaube so ist, als wolle man versuchen, die Farbe Neun riechen zu wollen. Thomas wird vorschnell als Zweifler abgetan. Dabei stellt er doch nur Fragen. Die Sehnsucht nach eigener Erfahrung spricht aus diesen Fragen. Die Sehnsucht nach eigener Ergriffenheit, nach eigenem Kontakt mit dem Auferstandenen, eigener Berührung und eigenem Berührtsein. Diese Sehnsucht zeigt sich für mich an Ostern wie eine innere Unruhe. Diese große Glaubenserfahrung, die die Jünger erlebten, dieser Erfahrung hinken wir alle hinterher. Dieser Erfahrung, dass der Auferstandene sich zeigt, die Tür sich öffnet und er unter uns tritt. Das haben wir alle so nicht erlebt. Vielleicht gibt es einige unter uns, die Ähnliches erlebt haben. Es kann geschehen, dass ich ergriffen bin, dass ich die Gegenwart des Auferstandenen spüre. Es kann sein, dass ich ihn in meiner Nähe weiß. Aber es geht eben nicht ohne die eigene Erfahrung, ohne das persönlich angesprochen sein. Voller Sehnsucht nach eigener Erfahrung schreit Thomas in den Himmel, trotzig und ruhig: Wenn ich nicht in deinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in deine Nägelmale lege und meine Hand in deine Seite lege, kann ich's nicht glauben. I
I would take no for an answer, just to know I've heard you speak. And I'm wondering why I've never seen the signs they claim they see. All the special revelations meant for everybody but me. Or maybe I don't truly know you, or maybe I just simply believe. Cause I can't live, I can see, and I can count up pretty high. These faculties aren't guiding me any closer to the sky. But my heart of faith keeps pounding, so I know I'm doing fine. But sometimes finding you is just like trying to smell the color mine. Smell the color mine. Now I've never felt the presence, but I know you're always near. And I've never heard the calling, but somehow you led me right here. So I'm not looking for burning bushes or some divine graffiti to appear. Maybe I don't for your wisdom, and I believe you're putting some hair. So I can't sniff, I can see, and I can count up pretty high. These faculties aren't guiding me any closer to the sky. But my heart of faith keeps pounding, so I know I'm doing fine. But sometimes finding you is just like trying to smell the color mine. Can't sniff, I can see, and I can count up pretty high. These faculties aren't guiding me any closer to the sky. But my heart of faith keeps pounding, so I know I'm doing fine. But sometimes finding you is just like trying to. Oh, I can't sniff, I can see, and I can count up pretty high. These faculties aren't guiding me any closer to the sky. But my heart of faith keeps pounding, so I know I'm doing fine. But sometimes finding you, just like trying to, sometimes finding you. It's just like trying to, oh, sometimes finding you. It's just like trying to smell the color nine. Smell the color nine. But nine's not a color. And even if it were, you can't smell a color. That's my point, except oft stehe ich an Gräbern und spüre, wie der Tod machtvoll zerstört, wie er Wunden schlägt, alte Narben wieder aufreißt. Er zerreißt Familien, zerstört Lebenspläne, nimmt den Familienvater oder die jugendliche Tochter den Sohn. Der plötzliche, jähe Tod ist für uns noch Lebende das Schwerste, das Entsetzlichste. Der gewaltsam verursachte Tod, ein Abgrund. Nichts ist mehr wie gewohnt. Kalt ist der Tod und was bleibt, ist Leere und Schmerz. Ist dieser Schmerz auszuhalten? Lange Nächte und endlos scheinende Tage. Thomas eine Woche danach, eine Woche wie eine Ewigkeit für ihn, in Fragen, im Vergessen, jetzt. 8 Tage später sind Thomas und die anderen Jünger beisammen. Unerwartet und doch ersehnt tritt der Auferstandene mitten unter sie mit dem Friedensgruß und mit einem Wort für Thomas: Du, reiche deinen Finger her. Thomas sieht ihn, spürt ihn und erkennt ihn an den Wunden. Er ist lebendig, stärker als der Tod. Er ist's, mein Herr. Er ist Auferstehung und Leben, und das zwingt Thomas in die Knie. Nur durch die Wunden ist er der Auferstandene, nicht triumphal mit Siegesfahne, sondern verwundet. Die Zeichen der Todesgewalt und der Schmerzen bleiben. Wunden, Narben zeigen uns berührbar, verwundbar. Jesus ist nicht auferstanden als unverwundbarer Sieger.
Er ist auferstanden als der Mensch, der er für die Menschen war. Ein Mensch voll Liebe und deswegen verletzlich. Ein Mensch voll Klarheit und deswegen verwundbar. Seine Wunden sind ihm geblieben. Seine Narben bleibend sichtbar, die Zeichen des grausamen Todes, die Zeichen von Schmerz und Todesnot. So nur kann ich mir Auferstehung denken, dass uns unsere Wunden bleiben, dass uns bleibt, was uns wesentlich macht. Nicht nur das Schöne und Leichte, sondern gerade das Schmerzende des Lebens prägt mich und macht mich zu der, die ich bin. Das Schmerzende bleibt, vernarbt vielleicht, bleibt sichtbar. Glauben, dass das Leben stärker ist, trotz all dem, wie geht das? Ich muss von meinem Schmerz reden dürfen. Ich muss sagen können zu einem anderen, ich bin mir nicht sicher, ob die Liebe Gottes mir auch gilt. Ich brauche einen Raum für meine Fragen. Ich brauche einen Ort für meinen Schrei. Bis nach Todesschrecken und jähem Schmerz, bis nach langen Nächten und endlosen Tagen ich wieder ins Leben stolpern kann. Glauben, dass das Leben stärker ist, ist die goldene Hoffnung, die das Kreuz umrankt, wertvoll, weil geschenkt, nicht selbst gemacht oder irgendwie verdient. Und wenn der Glaube auch nur ein Flüstern ist, wird doch ein Schrei daraus in Gottes Ohren. Faith is a bird in the sky. And faith is a beast that can't fly. Faith keeps you firm on the ground, while faith draws a line heaven bound. Faith is a shelf full of books, but it's not as complicated as it looks. Though faith is a mystery in some sense, faith lets you see through a clear, well-cut lens. But after all we learn, faith is a thing we don't earn. It is a gift from above, just like those other two things named hope and love. Faith makes you strong as a lion, and faith lets you dwell right on Mount Zion, right on Mount Zion. Oh, but faith can't be measured in good deeds. Sometimes it is only as small as mustard seeds. But after all we learn, faith is a thing we don't earn. It is a gift from above, just like those other two things named hope and love. Is a world of its own, so often explored, but so little known. Oh, faith lets a whisper grow to a shout. Faith in the end is what faith is all about. But after all, just like those other two things named hope and love. Oh, yeah.
faith has been made for the fools. For it leads to a kingdom where a servant rules. But faith is a thing worth living for. Faith is a door. Abends im Licht kommt Jesus noch einmal, sorgt sich um Thomas, stillt seine Sehnsucht und zeigt sich berührbar eine Woche danach. Es gibt Gemälde, auf denen bohrt sich der Zeigefinger des Thomas mit dreckigem Fingernagel in Jesu Wunden hinein. Wenn jemand der Wahrheit auf der Spur ist, sagen wir bis heute, er legt den Finger in die Wunde. Er will es genau wissen. Nichts verschweigen, verdecken, verdrängen. Manchmal ist es zwingend notwendig, so bohrend zu fragen, nicht nachzulassen, bis alles ans Licht kommt, aufgedeckt wird. In unerklärlichen Katastrophensituationen hilft nur das bei der Bewältigung der Trauer. Und auch in unseren ganz persönlichen Lebensgeschichten geht es nicht, ohne dass wir nachbohren und unseren Schmerz wieder spüren. Ich denke noch einmal an den älteren Mann, der unsicher war, ob die Liebe Gottes ihm gilt. Im Gespräch mit ihm kam ans Licht, dass er zu streng erzogen wurde und dass er seinen eigenen Wert als Mensch nicht erkennen konnte. Klein und unwichtig hat er gelernt zu sein. So konnte er sich von Gott nicht geliebt fühlen. Glaube ist Geschenk des Himmels, ist und bleibt Geheimnis. Im Johannesevangelium steht nichts davon, dass Thomas Jesus wirklich berührt, dass er wirklich den Finger in die Wunde legt und seine Hand in seine Seite. Es wird berichtet, dass Thomas Jesus erkennt und bekennt, mein Herr. Es bleibt unfassbar, bleibt offen, was geschah. Glaube ist, so das Lied, ein Geheimnis und doch wie ein Blick durch eine klare, glatte Linse. Glaube ist Geheimnis und Offenbarung, Fragen und Sehen, Sehnsucht und Berührung. Der ältere Mann hat seine Wunde gesehen und erkannt, warum er der ist, der er geworden ist. Thomas fragt und glaubt, berührt fällt er auf die Knie. Auferstehung, ist das wahr? Das ist schon immer die Frage gewesen, die Menschen bewegt und an der sich die Geister scheiden. Torheit für die einen, Glaubensgewissheit für die anderen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Frage nach der Auferstehung in unserem Leben nicht fertig werden. Sie wird uns trösten und uns tragen. Sie wird uns immer wieder umtreiben, als Anfrage entgegenkommen und als Zweifel beunruhigen. Damit nicht allein zu bleiben, mit dem Zweifel nicht allein, mit den Fragen nicht allein, mit den Schmerzen und den Narben nicht allein zu bleiben, das weitet und weicht die Seele, das schließt die Seele auf. Das hilft mir glauben, dass Leben stärker ist. Es wird nicht zu fassen bleiben, dass er durch die Türen drang und durch die Mauern. Und doch verändert allein die Frage nach der Auferstehung mein Leben. Denn indem ich frage, kann der Tod überwunden werden, nehme ich dem Tod die Macht. Ich lasse dem Tod nicht das letzte Wort. Ich gebe dem Leben und der Kraft Gottes Raum. Ich nehme dem Tod die Macht und lasse unfassbar, was unfassbar ist. Lasse Geheimnis Geheimnis und sehne mich wie Thomas nach dem eigenen Berührtwerden, nach der eigenen Erfahrung und weiß doch insgeheim, dass Glaube wie der Versuch ist, die Farbe 9 riechen zu wollen und Vertrauen ein Geschenk. Sie waren zusammen, als es geschah im Licht, das nach draußen durch die Fenster dringt. Sie waren bei sich und er kam zu ihnen
Verstand, Frage, Zweifel, Trauer. Und seine Wunden berührten sie im Innern. Ja, das glaube ich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich will mir Zeit lassen, meinen Glauben langsam wachsen lassen, aufmerksam hören, versuchen zu vertrauen, wahrnehmen, was andere erfahren haben und für mich hoffen, dass ich Glauben immer wieder geschenkt bekomme, was auch immer passiert. Ich will nicht nachlassen, mit Herz und voll Energie mich einzusetzen für meinen Glauben. Ich will bekennen, dass Christus der Auferstandene ist und ich will es weitersagen. So hoffe ich für mich und die Welt, dass Gott dies für alle sichtbar macht. Ich bleibe dabei. Zweifel lohnt sich. Zweifel ist die Schwester des Glaubens. Ich gebe den Fragen und dem Zweifel Raum und hoffe für mich, dass Gott mir in meinem Leben hilft. Was mein Leben mir auch bringt, ich will ihm auf den Grund gehen. Auf der Spur nach der Wahrheit will ich bleiben, suchen, fragen und mich darin geborgen wissen, dass viele vor mir geglaubt haben und viele mit mir glauben. Und gemeinsam mit euch will ich das Glaubensbekenntnis so singen und beten, dass es uns trägt. Thank you.
Danke, großer Gott, für das Wunder der Auferstehung, das Leben bringt in unsere bedrohte Welt. Wir bitten dich für alle, die Zweifel haben, stärke ihren Glauben. Wir bitten dich für alle, die keine Hoffnung haben, gib ihnen Zuversicht. Wir bitten dich für alle, die traurig sind, tröste sie durch dein Wort. Du, Gott, bist unsere Freude. Wir vertrauen auf dich. Vater im Himmel, wir bitten dich für alle, die nicht genug zu essen und zu trinken haben. Für alle, die kein Dach über dem Kopf haben, gib du ihnen Nahrung und Obdach. Wir bitten dich für alle, die unter Krieg und Verfolgung leiden, schenke ihnen von deinem Frieden. Wir bitten dich für alle, die Kriege führen und Leben zerstören. Nimm von ihnen Hass und Verblendung. Wir bitten dich für alle, die daran arbeiten, Kriege zu verhindern. Leite du ihre Entscheidungen. Du, Gott, bist unsere Zuversicht. Wir vertrauen auf dich. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für alle, die krank sind, lindere ihre Schmerzen. Wir bitten dich für alle, die auf der Flucht sind, schenke du ihnen Heimat. Wir bitten dich für alle, die vor dem Tod Angst haben, zeige du ihnen das Tor zum Leben. Du, Gott, bist Heil und Leben, wir vertrauen auf dich. Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.